Hallo und herzlich willkommen bei Taste. Surimi bedeutet auf Japanisch so viel wie gehackter Fisch. Seit rund einem Jahrtausend wird es hier in Odawara hergestellt und hat nichts mit den in Europa verkauften Industriesticks gemein. Surimi wird hier von Meistern nach überliefertem Know-how per Hand zubereitet. In Odawara, eingebettet zwischen den Bergen und der großen Sagami-Bucht südlich von Tokio, treffen wir Thierry Voisin, einen französischen Sternekoch, der in Japan lebt. Er nimmt uns zu den bekanntesten Surimi-Herstellern mit. Es geht vor allem um das Vorzeigeprodukt Kamaboko. Was ist Kamaboko? Kamaboko ist, genau wie Judo, eine Kunst. Es gilt als exquisit, eine Art Wertschätzung für den Fisch. Wir treffen den Kamaboko-Meister, auf Japanisch der Sensei. Hallo Sensei. Kamaboko wird traditionell aus frischem Fisch hergestellt. Ein paar akkurate Handgriffe, dann ist der Fisch filetiert und bereit für die Weiterverarbeitung. Durch die Handarbeit können wir die Qualität jedes einzelnen Fisches überprüfen und die Gartemperatur sowie andere Parameter einstellen. Die Masse wird fluffiger, was für die Konsistenz sehr wichtig ist. Odawara besitzt außerdem einen Reichtum an Bergwasser voller Mineralien. Es durchdringt die Fischpaste und ist perfekt für die Formgebung. Nach alter Tradition wird der Fisch mit einem Messer auf Holzbrettern in Form gebracht. Er wird in Dampf gegart, in kaltes Wasser getaucht und fertig ist das Kamaboko. Siehst du, Cyril, es sieht aus, als wäre es maschinell hergestellt worden. Aber es wurde von Hand gemacht. Das stimmt. Wollen wir probieren? Ich kann es kaum erwarten. Los geht's. In den benachbarten Gebäuden zeugen elegante Geschäfte von der Liebe der Japaner zu diesem raffinierten Gericht. Zeit zu probieren. Sie haben hier einen gebackenen Surimi, einen gebratenen und dieser wurde pochiert. Und zu guter Letzt haben sie das in Japan beliebteste Kamaboko gedämpft und auf einem Holzbrett geformt. Der Geschmack ist überhaupt nicht verfälscht. Das ist der reine Fischgeschmack. Der Mirin bringt ein wenig Süße mit. Das ist ein typisch japanisches Produkt. Das ist eine typische japanische Spezialität. Wir haben die Textur, den Geschmack. Ich möchte, dass die Leute dieses Produkt für sich entdecken. Etwas ganz Außergewöhnliches.